zunächst in verschiedenen Situationen, wenn du dich, naja, verletzt fühlst, Schuld anderen zuzuweisen und diese aber nicht auszusprechen, sondern ja, ziehst dich eigentlich verletzt zurück. Ich heiße Gabriela und ich freue mich jetzt darauf, dich dabei zu haben, auf die Gründe zu gehen, was das eigentlich, wo das herrührt, was das ist und was das mit elterlicher Ungerechtigkeiten, Vernachlässigung zu tun hat und wieso all das in Sucht ausarten kann. In einem der früheren Videos habe ich ja über die vier Traumatypen gesprochen. Schau, hier ist die Info dazu. Normalerweise sagt man ja, ne, wenn Gefahr kommt, dann gibt es ja doch diese Flucht, Erstarrung und Kampftypen. Ja, ja, aber Traumatypen gibt es vier. Nämlich gerade bei Entwicklungstrauma und Komplextrauma hat sich der vierte Typ, und zwar dieser Gehorsam und Unterwerfung, entwickelt. Und ja, all diese vier verschiedenen Traumatypen gehen natürlich mit elterlicher Ungerechtigkeit ganz verschieden um. Und drei davon, mit der Ausnahme von dem Kampftyp, werden folgend umgehen und wahrscheinlich hast du es als Kind auch erfahren. Dass wenn du letztes Endes Züchtigungen oder Erniedrigung, Beschämung oder Entwertung erlebt hattest, aber du hast dich nicht gewehrt, wie der Kampftyp das macht, sondern warst du eher in der Flucht und Erstarrung oder eben in der Unterwerfung und dass du diese ungeheure Wut, was in dir gegenüber diese ja, elterliche Ungerechtigkeit letztes Endes gebildet hat, unterdrückt hast. Und diese Wut hast du ja innerlich irgendwie verdaut oder auch nicht. Wir haben ja sehr früh gelernt, dass wenn wir protestieren und gegenüber diese Ungerechtigkeiten wehren, dass es eigentlich nur schlimmer wird. Dementsprechend war diese Wut dann ein ganz großer Groll irgendwann in uns und dieser Groll macht etwas mit uns. Ja, was hat es in uns gemacht? Das kann man sogar bei Kindern schon beobachten, dass sie beim Spielen anfangen und wie ja, Eltern dann letztes Endes sie kritisieren beginnen. Das heißt, dass sie anfangen, Fehler in anderen zu finden und diese zur Sprache zu bringen. Zwei dieser Überlebensstrategien waren, dass wir erstens ungeheuer darauf ausgerichtet sind, ständig Fehler in anderen zu suchen und zweitens, dass wir in jedem eigentlich Gefahr sehen. Und beide dieser Strategien verursachen und fördern letztes Endes Sucht und wie das dazu kommt, das werden wir jetzt beleuchten. Als Kind haben wir letztes Endes für uns entwickelt und erlernt, dass wir alles genau durch die Brille von unseren Eltern und durch diese Vernachlässigung bzw. naja, emotionalen Missbrauch betrachten und eben auch alle Bindungen und Beziehungen genau durch diese Brille sehen. Und das verursacht, dass wir, egal in was für Beziehung eingehen, aber sobald eine kleine Enttäuschung kommt oder ja, irgendeine Situation, wobei wir uns verletzt fühlen, fangen wir an, die anderen zu kritisieren, innerlich ja, endlose Schleifen an Grübeleien zu drehen und
Auf jeden Fall diese Wut, was da letzten Endes immer noch in uns schläft, beziehungsweise wütet, naja, nicht nach außen zu lassen. Und damit diese Schuldzuweisung, also letzten Endes diese Wut, ja, wird in eine Schuldzuweisung umgewandelt, letzten Endes doch noch nach außen kommt, werden wir uns zurückziehen und sind wir dann verletzt. Und diese stille Schuldzuweisung, ja, das macht uns selbst letzten Endes zugrunde. Viele von uns kennen auch die, ja, Reaktion, dass wir letzten Endes diese Verletzung und diese Situation und diese Wut innerlich ganz, ganz aufblasen, auch die Situation an sich noch größer machen, als letztes Endes ist oder war. Wir sind an sich ganz wahre Meister darin, dass wir ein ganzes Arsenal an, ja, Strategien entwickeln, wie wir diesen Groll und diese Wut in Schuldzuweisung und verschiedene Verhalten letztes Endes ausleben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir nicht richtig zuhören, was dann derjenige, wo was verbrochen hätte oder uns verletzt hat, erzählt. Auch das gehört dazu, dass wir der oder diejenigen eher verletzend, aber necken und behaupten, dass ja, das sei ja nur Spaß. Oder wir kritisieren, indem wir positives Feedback oder ja, einfach Anerkennung positiven und guten Eigenschaften vorenthalten. Eine andere Richtung geht das Verhalten, wenn wir ja chronisch zu spät kommen oder dass wir ja Versprechen abgegeben haben oder Absprachen letztes Endes ja, ausgemacht wurden und wir diese brechen. Ja, das ist eine ganze große Palette an Verhaltensweisen, die uns dazu dienen, dass wir diese Wut, was wir als Kind erlebt haben, heute auf andere projiziert, aber ableiten. Und die Frage ist jetzt, wie wir diese Sucht, weil das ist ja ein Suchtverhalten, dass wir ständig Fehler in anderen suchen, letztes Endes ja, auflösen können. Und für uns mit dieser Verhaltensweise bzw. mit dieser Wut gesund umgehen. Vielleicht hast du das erkannt, dass dieser Verhalten, also die Strategie, ein passiv-aggressives Verhalten ist und weder Richtung andere, ja, noch uns gegenüber gesund ist. Und die Frage ist, wie wir diese äußere Kritiker, also letztes Endes, ja, was ursprünglich von den Eltern kam und heute in uns spricht, also schon eigentlich eine innere Stimme geworden ist, naja, zur Balance bringen. Und es ist sehr wichtig, dass wir auf drei Ebenen das tun. Das heißt, dass wenn du ein wenig beobachtest, wie und was eben diese Wut, was in dir immer wieder anstaut, auslöst, ob das nur Situationen sind oder sind das Gedanken, manchmal sind das aber auch Handlungen anderer, die letztes Endes diesen Kritiker wieder wach werden lassen. Und es ist nicht selten bei Entwicklungstrauma, dass sogar ein ganz böse oder vorwurfsvolle Blick von anderen uns in eine totale emotionale Flashback katapultiert und wir ja wieder wie das Kind damals verhalten und dabei sowohl anderen als auch uns verletzen. Erster Schritt wäre zu erkennen, dass das letztes Endes ja, unser Verhalten auf Basis alter Erfahrungen aufgebaut ist und dass wir diese Überzeugung, also alle Menschen sind
ja, unzuverlässig und vor allem vernachlässigend bzw. meinen nicht gut mit uns und deshalb sind sie gefährlich, dass wir diese Überzeugung wahrnehmen und dass wir auch begreifen, dass diese Überzeugung heute so nicht mehr gilt, beziehungsweise die Auswirkung dieser Überzeugung heute uns schadet. Je nachdem, welcher Traumatyp bist, hast du diverse Möglichkeiten, heute diesen Groll und Wut letzten Endes zu kanalisieren. Und je nachdem fällt es dir natürlich auch entweder leichter oder ja, deutlich schwerer. Und zwar ein Kampftyp oder auch ein Mischtyp, wenn es zum Beispiel ein Kampf-Flucht-Typ ist, kann solche heftige ja, Wuterlebnisse deutlich besser nach außen tragen, als wenn es jemand zu den Erstarrung oder eben nur rein Flucht oder zu Unterwerfungstyp eben gehört. Und ist auch wichtig, dass wir die Reaktion zu unserer Persönlichkeit passend für uns dann definieren. Es wäre wahrscheinlich unmöglich, dass ich auf jemanden zum Beispiel ja, irgendwie losschreie, weil ich eigentlich zur Erstarrung und Unterwerfungstyp gehöre. Meine Natur ist bis heute, dass ich letztes Endes eher ja, besänftigend bin, dass ich eher Vermittler, dass ich Harmonie suche und dass ich Gewalt ja, verurteile und nicht in meinem Leben lassen möchte. Dementsprechend werde ich auch sicherlich nicht auf jemanden ja, mit meinem Ärger oder mit meinem Wut loslaufen. Aber es gibt viele Menschen, die letztes Endes die Emotionsregulation nicht so gut im Griff haben und weil eben auch noch Kampftypen sind, deutlich einfacher und leichter haben, diese Wut nach außen zu bringen. Wichtig ist, dass wir heute das nicht an jemand anderen letztes Endes rauslassen. Es passiert auch im Business, also im Geschäftsumfeld, nicht selten, dass ja, verschiedene Enttäuschungen oder Frustsituationen entweder einer Kollege, Kollegin ja, ausgelebt werden oder dass es mit nach Hause gebracht wird und dann dort ich in ein verletzter ja, Rückzug gehe oder dass ich ja, dort einen Streit anzettel, damit diese Wut letztes Endes rauskam. Ja, was können wir denn heute tun? Viele von uns haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir uns durch diese Verhalten letztes Endes selbst isolieren und dass wir uns noch ja, mehr vereinsamen und innerlich immer mehr abscheiden von der Welt und dass diese Isolation ein total konträrer Zustand ist dazu, was wir an sich erreichen möchten. Die Überzeugungen, dass jeder Mensch, der dich liebt, wird dich ja dann verlassen oder niemand ist zuverlässig oder ich mag das Single-Leben, ist doch prima. Oder ich brauche doch gar keinen Mann und selbst ist die Frau. Oder ich bin stolz, ein Einzelgänger zu sein. Denken wir nur an die, ja, an die Führungskräfte. Es gibt viele Führungskräfte, die genau mit diesem Motto eigentlich unterwegs sind und gar nicht zu Teamfähigkeit fähig wären. Wahrscheinlich ist dir dabei auch aufgefallen, dass wir durch diese Überzeugungen und über diese, oder durch diese Sprüche ja, unseren eigenen Lebenszustand bagatellisieren oder auch verleugnen. Und die ehrliche und zu uns selbst auch aufrichtige Variante, naja,
Das wird er nicht eingestehen. Es gibt nochmal eine andere Möglichkeit, wenn wir alles drastifizieren sozusagen und wir tun dann nichts anderes als in einen Kontrollwahn, also auch in einer Sucht, in einer Kontrollsucht, manchmal ist es so paranoiaartig, Gefahr laufen, weil wir bei jedem und in jeder Beziehung und Bindung nach Beweisen, nach Kleinigkeiten, nach jeder Regung suchen und uns damit sozusagen ja, bewiesen und bestätigt sehen. Wenn jemand eben ja, eine Art ich sag mal Entwertung oder auch Vernachlässigung unserer Person und unseres Wesen begeht und eben in diese Sucht ausartet. Häufig wird behauptet, dass durch diese ehemalige Erniedrigung, Entwertung oder auch eben Beschämung natürlich auch unser Selbstwert Schaden erlitten hat. Das stimmt ja auch. Und dass wir dann eben auch häufig ja, Schuldgefühle und auch Schamgefühle ausgeliefert sind, ist natürlich auch, ja, es ist so und das stimmt. Aber es ist auch immer mit einem Suchtverhalten ja, verknüpft, weil wir letztes Endes doch irgendwie die Kontrolle über diese Entwertung und über diese Erniedrigung zurückerlangen möchten. Und es geht meistens darin auf, dass wir ja, eine Art Leistung professionalisieren möchten, Schlagwort auch eben Beschäftigungssucht oder Perfektionismus, ist in meinen Augen auch eine Art Sucht, indem ich ja versuche, alles, was ich mache und handle und wie ich aussehe und bin, in einen perfekten Zustand zu bringen und eben auch in Sucht von Kritisieren von anderen, damit es mir vielleicht eben auch besser geht, beziehungsweise diese Schuldgefühle in Schuldzuweisungen umwandeln kann. Und es geht natürlich auch darum, dass ich ja zwanghaft immer diese Unsicherheit und immer diese Unzulässigkeit vor in anderen suche, also immer nach Gefahr das Umfeld untersuche. Deshalb ist so wichtig zu verstehen, dass diese Leistung, was wir immer erbringen und erbringen wollen, auch dann in Form von Sucht, aber diese Leistung nicht diese Wut und nicht den Groll auflöst und dass wir die eigentliche Konfliktsituation in uns selbst auch nicht lösen konnten. Das Einzige, was uns helfen kann, das ist die Trauerarbeit und die Achtsamkeit. Und ja, die Trauerarbeit, indem wir heute diese damalige Wut und diese Verlassenheit und diese Ungeliebtsein und diese Unsicherheit betrauern und dass wir Selbstmitgefühl entwickeln können, beziehungsweise Achtsamkeit, indem wir ja zunächst bewusster mit unseren inneren Stimmen umgehen, beziehungsweise mit diesen Überzeugungen, wenn wir diese Sprüche mal wieder benutzen, ja, dass jeder, der mich liebt oder den ich liebe, wird mich ja eh verlassen oder dass ich brauche doch keinen Mann oder keinen Partner und ja, ich mag mein Single-Leben und so weiter. Sobald diese Sprüche und Überzeugungen aufpoppen, dann achtsam damit
umgehen und achtsam überprüfen, ob das so valide ist und relevant ist oder dass sie gerade voll in einem emotionalen Flashback bin und ich auf jemand eine alte Situation wieder übertrage und letztes Endes in ein ganz falsche, zum Teil Selbstkritisierung und Selbstentmachtung unterwegs bin. Die Achtsamkeit hilft uns auch dabei, dass wir diese Situationen, die wir aufs Neue erleben, sozusagen nicht nur wahrnehmen, sondern auch in Einzelheiten zerpflücken können, demontieren können und wobei es dann darum geht, dass zwischen Reiz und letztes Endes meine Reaktion, also wie ich dann handle, wie ich dann fühle oder in einen Grübelschleifer verfalle, unterbinde und mit einer hilfreichen und wohltuenden Variante umwandle. Und die zwei Tools kann ich ja dir mit auf die Hand geben. Natürlich geht es wieder nicht von heute auf morgen, das ist ja auch klar. Aber das hilft dir auf jeden Fall, dass du zunächst erstmal auch dir selbst nicht mehr schadest und diese Wut in dir unterdrückst und natürlich nicht auf andere alte Situationen eben heute noch projizierst. Ich hoffe, dass auch dieser Video einiges vielleicht in dir in Bewegung gesetzt hat und dass die Trauerarbeit, was so unglaublich wichtig zu unserer Heilung ist, vielleicht mehr anstoßen kann, ins Rollen bringen kann. Und wenn du Fragen hast, dann bitte im Kommentarfeld und vor allem komm dann in unsere Online-Trauma-Akademie. Jetzt im November haben wir an zwei Samstagen auch Schnupperkurse kostenlos, kannst du ja miterleben, wie sich das anfühlt und dass wir gemeinsam in einer Familie üben. Ich wünsche dir bis hinaus schöne Zeit, bis nächste Woche und alles Liebe, Gabriela.